Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von teltarif.de. Hallo Michael. Hallo Markus und noch alles Gute fürs neue Jahr. Wir sehen uns ja jetzt zum ersten Mal hier im Studio und ja, wir haben auch gleich schon ein ganz aktuelles Thema. Und Leute, die ein Digitalradio besitzen, die Sportfans vielleicht sind, die sich generell für Audio interessieren, werden es mitbekommen haben. Es gab leider mal wieder einen Verlust. Und zwar Sportradio Deutschland hat seinen Sendebetrieb eingestellt zum Jahresende. Also nicht ganz zum Jahresende, denn tatsächlich über DAB Plus lief es dann nochmal 2 Tage länger, wurde dann aber durch ein neues Programm ersetzt im zweiten Bundesmucks, 90s 90s. Ein Programm auch von der Regiocast, quasi, wenn du so willst, der kleine Bruder oder große Bruder, je nachdem, wie man es nimmt, von 80s 80s, das es ja auch schon im zweiten Bundesmucks gibt, aber wie gesagt, kein Sportradio mehr. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen beleuchten, ja, woran kann das gelegen haben? Ist Deutschland wirklich unfähig, so ein Programm zu veranstalten? Denn es ist ja jetzt tatsächlich schon der, kann man sagen, dritte gescheiterter Versuch, zumindest mal ein privates Sportradio an Mann zu bringen. Und ja, die unterschiedlich sind unterschiedlich sind natürlich die Gründe. Und das wollen wir jetzt alles nochmal beleuchten. Ja, wie war es denn bei dir? Wie hast denn du darauf reagiert jetzt, dass es Sportradio Deutschland am 19. Dezember kam, die Pressemitteilung, und es hieß dann, das Programm wird eingestellt. So ganz überrascht warst du ja nicht, ne? Nee, im Prinzip war das ja so eine Art schleichendes Ende, muss man sagen. Wobei selbst die Mitarbeiter offensichtlich im Vorfeld nichts davon wussten. Einer der Reporter, Moderatoren, die tatsächlich auch bei 9011 beim ersten Versuch, ein Sportrad in Deutschland zu etablieren, schon dabei waren, hat also auch gesagt, er hat sich sogar noch Termine, also viele Termine im Januar, wo er auch für andere Veranstalter hätte kommentieren können, freigehalten, weil er eigentlich dachte, im Live-Sender von Sportradio Deutschland zu sitzen. Wozu es dann halt eben nicht mehr kam, weil Sportradio Deutschland eingestellt wurde. Also selbst den Mitarbeitern hat man im November noch erzählt, im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft, wir machen jetzt im Prinzip so eine Art Winterpause, bis die Bundesliga wieder anfängt und dann geht's bei uns wieder ganz normal weiter. Ich fand das damals ehrlich gesagt schon ein bisschen komisch, weil die Begründung, wir haben keine Senderechte für die Fußball-WM. Ja, Sportradio Deutschland hat für so vieles keine Senderechte gehabt, hat aber trotzdem im Prinzip einen Live-Betrieb veranstaltet, der meiner Ansicht nach gar nicht schlecht war, wo es um verschiedene Sportarten ging und wo man im Prinzip aus dem Studio raus auch so ein bisschen berichtet hat über das ein oder andere Sportereignis, das gerade live stattfand. Also die Begründung fand ich von vornherein ein bisschen komisch, dass man das Programm jetzt tatsächlich ganz einstellt. Da muss ich ehrlich sagen, da war ich auch überrascht. Also ich hatte da auch eine Presseanfrage damals gestartet, bei der Teutocast, die das Programm ja veranstaltet hat. Und da hieß es, ja, wir versuchen jetzt mal mit verschiedenen Programmformaten bis zum Jahresende und kurz vor Weihnachten gibt's halt eben dann die Information zum neuen Programmkonzept, dass das Programmkonzept dann im Prinzip leerer Träger, Abschaltung des Streams oder nein, diesen Handys auf DAB Plus heißt. Damit habe ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Es gibt allerdings auch Sportfans, die das Konzept von Sportradio Deutschland so ein bisschen in Frage gestellt haben. Ich muss sagen, ich war mit diesem Wort pur den ganzen Tag auch nicht wirklich glücklich. Und eigentlich kann es der Veranstalter auch nicht gewesen sein. Das Problem ist ja, das ist so ein bisschen wie eine Infowelle, nur mit bescheidener Klangqualität, weil ja doch meistens mit Zoom, mit Skype, wie auch immer gearbeitet wurde, Microsoft Teams vielleicht auch. Und das klingt halt nicht so wie eine 15 Kilohertz Standleitung, muss man ganz klar sagen. Auf Dauer war es einfach anstrengend, den Sender über einen längeren Zeitraum zu hören. Das war gut gemeint, keine Frage, aber das Problem ist natürlich, dadurch kannst du das eigentlich nicht nebenbei hören. Du hörst es vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, da ist vielleicht nur 20 Minuten, vielleicht beim Kochen abends oder wie auch immer, aber das sind immer ganz kurze Verweildauern nur. Wie willst du denn damit Werbung verkaufen? Das geht eigentlich nicht. Man hätte vielleicht ähnlich wie 9011 damals arbeiten müssen. Man hätte praktisch, wenn gerade kein Live-Sport ist, man muss es ja gar nicht auf Fußball beschränken, aber wenn gerade kein Live-Sport ist, mache ich ein attraktives Musikbett und binde da, muss noch nicht mal live moderiert sein aus Kostengründen, binde da halt eben
Beiträge zum Thema Sport ein. Und in dem Moment, wo es eben Live-Events gibt, hätte man dann entsprechend mehr machen können. Es ist halt auch so, Hobbyfreund aus Baden-Württemberg hat gemeint, das Programm sei vielleicht auch ein bisschen falsch gemanagt worden. Sprich, er wollte vielleicht Fußball hören. Fußball. Und hat dann irgendwie die Sackhüpfen-Bundesliga zwischendurch, also ist mal übertrieben ausgedrückt, Ergebnisse auch erfahren. Hat gesagt, dieses Durcheinander im Programm, dieses Vermischen von Sportarten, das hat ihm jetzt nicht gefallen. Ich muss sagen, hat mich persönlich jetzt nicht ganz so gestört. Aber ja, wer natürlich von 90.11 oder auch von Sport 1 FM gewohnt war, zu Bundesliga-Zeiten läuft die Bundesliga und sonst nichts, der hat sich da vielleicht nicht aufgehoben gefühlt. Das muss man auch sagen. Ja, also ich muss sagen, wann habe ich Sportradio Deutschland genutzt? Also mir ging es im Prinzip genauso wie dir. Ich habe es meistens morgens mal eingeschaltet, so für eine Viertelstunde. Ja, beim Frühstück zum Beispiel. Beim Frühstück zum Beispiel, weil ich einfach mal wissen wollte, ja, was hat sich denn so im Sport getan? Und ich wusste ja immer, jede Viertelstunde gab es dort Nachrichten, also zu jeder, also zur vollen Stunde und zur halben Stunde dann auch ausführlicher, ansonsten dann halt Schlagzeilen. Und dann wusste ich immer so, ja, ich habe dann immer kurz vor der vollen Stunde dann halt kurz vorm Frühstück dann halt mal eingeschaltet. Und dann war ich dann eigentlich schon recht gut informiert. Oft habe ich dann auch noch, es gab ja eine wirklich sehr gut gemachte Morningshow auch mit Uli Potowski, da habe ich dann auch noch mal reingehört. Aber das Problem war, wie du auch schon sagtest, es hat mich irgendwann überfordert. Also ich habe wirklich das Maximale, was ich dann so ausgehalten habe, waren mal 20 Minuten. Ja. Und dann habe ich aber gesagt, nee, jetzt schon so viel Information, jetzt ist mein Kopf voll, jetzt möchte ich doch irgendwie mal ein bisschen was Musikalisches haben. Und in der Tat wäre wahrscheinlich dann außerhalb der wirklich wichtigen Live-Zeiten, Fußball-Bundesliga, vielleicht die Champions League oder andere Großsportereignisse, was ja Sportradio Deutschland auch beleuchtet hatte, vielleicht wäre es da doch mal ganz gut gewesen. Man hätte dann mal den Hörern doch kleine Atempausen gegönnt. Vielleicht auch eine Nachrichtenschiene oder zwei Nachrichtenschienen pro Stunde weniger. Dafür dann aber wirklich dann auch mal, ich sag jetzt mal, 4 Musikstücke pro Stunde. Es hätte das Ganze wahrscheinlich schon so ein bisschen aufgelockert. Ja, das ist da wahrscheinlich einer der Gründe. In der Tat, Radio in Deutschland lebt von der Medienanalyse. Die Medienanalyse erscheint ja zweimal im Jahr. Und die beleuchtet. Ja, ist auch bald, genau, ist bald wieder im März. Und da wird halt immer dann abgefragt, ja, welche Sender haben Sie zuletzt gehört? Und da es läuft halt alles immer noch telefonisch und auch auf die Erinnerungen der Hörer, was man so gehört hat. Und diese, ich sag jetzt mal, die meisten nennen dann doch den Sender, der sie so am Tag begleitet. Und Sportradio Deutschland hat es dann natürlich als reines Wortprogramm unwahrscheinlich schwer gehabt, denn ich sag jetzt mal, es gab wohl kaum Menschen, außer vielleicht dem einen oder anderen Mitarbeiter oder Freund oder Bekannte, wer da gerade bei Sportradio Deutschland gearbeitet hat, der wirklich dieses Programm den ganzen Tag hat dudeln lassen. Denn wie gesagt, dafür war es dann tatsächlich nicht geeignet. Und es ist jetzt wirklich auch so, also du hast auch schon die Live-Rechte angesprochen. Man muss mal dazu sagen, es gibt in Großbritannien einen Privatsender, TalkSport UK. Die haben mittlerweile 2 nationale Programme auf DAB. Die haben natürlich auch die entsprechenden Rechte. Das heißt, die übertragen die Premier League und so weiter und so fort. Und das ist eines der erfolgreichsten Digitalradioprogramme auf der Insel. Aber wie gesagt, auf der Insel sind auch so viel mehr wortlastige Programme immer schon aktiv gewesen. Wenn man, wenn man in Großbritannien mal eine Morningshow hört, in einem ganz normalen Doodle-Pop-Programm, dann wird man sich wundern, wie wenig Musik dort läuft. Also das kann sein, dass die Moderatoren da mal eine Viertelstunde am Stück reden. Ne? Das ist etwas, was man hier aus Deutschland ja gar nicht kennt. Und in der Tat, wie gesagt, weil der Markt halt wirklich sehr viel mehr auf Musikprogramme ausgerichtet ist. Ich sag jetzt mal, man hätte vielleicht die Chance gehabt, ein Sportradio hier zu etablieren, wie du gesagt hast, wie das früher 90.11 gemacht hat, außerhalb der Live-Zeiten bei der Bundesliga und andere Dinge, die 90.11 damals übertragen hatte, gab es halt ein Rockmusik-orientiertes, ein bisschen mit Sportmusik, kann man auch sagen. Ja. Also Musik, die auch sehr gut in so ein Format gepasst hat. Und dann halt die Nachrichten, hin und wieder mal ein Beitrag. Und das war's dann. Also viel magazinischer aufgebaut.
Und ich denke mal, so etwas hätte ich wahrscheinlich dann auch mal länger eingeschaltet. Also ich bin ja auch sportinteressiert. Ich hätte da wahrscheinlich auch mal 2-3 Stunden am Stück zugehört. Und das ist halt doch ein bisschen schade. Deutschland ist ja so eine große Sportnation und hat jetzt, muss man sagen, wieder kein Sportradio mehr. Und um überhaupt mal richtig irgendwas über den Sport zu hören, braucht es natürlich jetzt wieder die ARD, ne? Ja, und das ist eigentlich das große Dilemma, muss ich sagen. Die ARD macht mit Sportschau Live eigentlich einen sehr, sehr guten Job, jetzt schon in der zweiten Bundesliga-Saison hintereinander. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt auch DFB-Pokal-Konferenz in Zukunft anbieten. Beim DFB-Pokal war es ja wirklich so, da hatte Sportradio Deutschland Senderrechte, und zwar für die Konferenz, die dann eben bei Sportradio Deutschland lief, während die ARD die Einzelspiele übertragen hat. Problem von Sportschau Live, das gibt's außerhalb des Sendegebiets des WDR tatsächlich nur im Streaming. Gibt's nicht auf DAB+. Und da muss ich sagen, das verstehe ich nicht. Also der Bayerische Rundfunk und der Norddeutsche Rundfunk, die könnten sowas ja sofort bei BR24 Live oder bei NDR Info Spezial aufschalten. Die Programmplätze sind schon da. Man muss im Prinzip nur von einer Audioquelle auf die andere gehen. Dann gäbe es Rundfunkanstalten wie der Hessische Rundfunk. Der hätte noch einen Platz frei in seinem Multiplex. Gut, die sind immer finanziell klamm. Da mag selbst das Aufschalten von so einem Programm, das ansonsten ja ohnehin vorhanden ist und nichts kostet, schon ein Problem darstellen. Aber bei Radiostationen, bei Landesrundfunkanstalten, wo es diese Programmplätze für Sonderübertragungen sogar schon gibt, da verstehe ich es vom besten Willen nicht, dass man nicht, wie der WDR das macht, auf WDR-Event, dass man nicht wenigstens die Konferenzen von Sportschau Live dann eben übernimmt. Ja, also ich mache das jetzt so, jetzt wo es ja wie gesagt diese Sportnachrichten nicht mehr gibt, schalte ich tatsächlich auf HR Info hier. Wir sind ja hier im Sendegebiet vom Hessischen Rundfunk. Ich weiß, die haben eine feste Stundenuhr und da kommt einmal in der Stunde, ich glaube, das ist immer um, 10 vor ist es immer. Also ich will mich jetzt nicht festlegen, aber in jedem Fall einmal pro Stunde kommt immer ein Sportblock und dann schalte ich halt ganz gezielt diesen Sportblock jetzt ein und das ist dann im Prinzip wie so ein Nachrichten Format, wie es auch auf Sportradio Deutschland gab, mit allen wichtigen Sportevents. Aber es ist natürlich kein reines Sportradio. Das heißt, nach 3 Minuten ist der Käse auch schon wieder gegessen. Und gibt es denn da jetzt eine Alternative für Sportfans? Kennst du irgendwie auch einen Podcast oder irgendetwas, wo man sich so über Sportnews und so weiter informieren kann? Oder gibt es da im Audiobereich praktisch gar nichts? Doch, es gibt ja zum Beispiel auch von der Sportschau so einen Sportnachrichten-Podcast, den nutze ich, genauso wie den wie die Tagesschau in 100 Sekunden als Audio-Podcast. Das Ganze gibt's auch vom Hessischen Rundfunk regional als Hessenschau in 100 Sekunden. Und sowas gibt's tatsächlich auch von der Sportschau, gibt's aber auch zum Beispiel vom Kika Sportmagazin, wird mehrfach am Tag aktualisiert. Da lohnt natürlich dann nicht, dass man die drittletzte Folge nochmal hört, sondern man hört die aktuellste und was gerade wichtig ist, das kommt da eben drin vor, die Headlines, die vor 10 Stunden schon wichtig waren, die sind natürlich da, hört man dann doppelt und dreifach notfalls, also kann man, ich habe das so gelöst im Podcatcher, dass von diesen 3 aktuellen Podcasts, Tagesschau, Hessenschau, gibt's natürlich auch von jeder anderen Landesrundfunkanstalt, jeweils regional, der HR macht bei HR4 auch noch mehr mit regionalen Nachrichtenpodcasts, ich behebe immer nur die aktuellste Folge auf. Also sprich, es kommt eine neue Folge raus, wird automatisch die letzte gelöscht. Und wenn ich die eben nicht gehört habe, höre ich eben nur die aktuelle an. Ist eine feine Sache. So bin ich dann sportmäßig über die Sportschau nach wie vor auf dem Laufenden. Wie gesagt, der Kicker hat sowas auch. Ich könnte mir vorstellen, viele andere auch. Es gibt ja dann auch noch was früher mal, wie hieß das Ding, was heute Sportpodcast macht, die auch mit Sportradio Deutschland übrigens kooperiert haben. Nicht die Elf Freunde, oder? Nein. Es gab früher ein tatsächlich, man kann es nicht sagen, hobbymäßig, aber nicht hundertprozentig professionelles 24 Stunden Sportradio. Die haben das aufgeteilt teilweise in Stundenformate. Eine Stunde Fußball, eine Stunde Handball, eine Stunde Eishockey, wie auch immer. Hatten halt auch keine Live-Rechte, haben aber so Hintergrundberichte gebracht, Hintergrundgespräche und Diskussionen und ähnliches. Und die haben irgendwann von Sportradio auf Sportpodcast umgestellt. Und viele dieser Podcasts liefen tatsächlich auch bei Sportradio Deutschland oder
die Macher dieser Podcasts wurden bei Sportradio Deutschland interviewt. Aber diese Podcasts gibt's natürlich nach wie vor. Und ich könnte mir vorstellen, auch von, ich sag mal, Sport 1, von Eurosport oder so, dass es da auch noch entsprechende Angebote gibt. Ja, halte ich in jedem Fall dann jetzt erstmal auch zielführender. Gut, wir haben ja schon ein bisschen auch darüber geredet. Was mich bei Sportschau Live, ja, darauf kurz zu kommen, was mich bei denen hauptsächlich stört, ist die Verfügbarkeit. Sportschau-App, ARD-Audiothek, gut und schön. Aber auf Sonos gibt's beides nicht. Da frage ich mich, warum gibt's das nicht auch im Radioplayer schon? Wäre es auf Sonos auch verfügbar? Also ich habe tatsächlich, was es offiziell gar nicht gibt, ich habe mir mehr oder weniger inoffiziell sämtliche Stream-URLs rausgesucht und habe die als eigene Streams zu Sonos hinzugefügt. Nachteil, da steht natürlich nicht Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt oder Bayern München gegen VfL Wolfsburg, da steht dann halt Stream 1, Stream 2 und so weiter. Muss man sich immer erst den richtigen raussuchen. Das ist ein bisschen schade, genauso wie die Autonutzung, die ist unheimlich schwierig. Sportschau-App gibt's nicht für CarPlay, gibt's nicht für Android Auto. Das heißt, ich muss über die ARD Audiothek gehen. Ich gehe auf die Startseite der ARD Audiothek, gehe auf das Menü Rubriken, gehe auf die Rubrik Sport und dann suche ich, muss man relativ weit runter scrollen, auf die aktuellen Livestreams, beispielsweise aus der Bundesliga. Und in dem Moment habe ich drei Unfälle gebaut, aber das ist scheiße auf gut Deutsch gesagt. Also schön wäre, wenn man das entweder etwas prominenter platzieren könnte, sodass man das im Auto auf einen Klick im Endeffekt, wie wenn man eine Radiostation einschaltet, wenigstens die Konferenz oder das einzelne Spiel, das gerade stattfindet. Oder wenn eben auch die Sportschau-App CarPlay und Android Auto fähig werden würde, halt eben nur für diese Livestreams. Das könnte man dann ja in dem Fall ganz prominent auf der Startseite platzieren. Das wäre wirklich wünschenswert. Außerdem hat man den mobilen Empfang da noch gar nicht so richtig berücksichtigt. Die Streams werden nämlich nicht gepuffert. Das heißt, ich fahre irgendwo durch ein Funkloch und wenn das nur eine Brücke ist, die, was weiß ich, 10 Meter lang ist, wo kurzzeitig kein Empfang ist, ich habe einen Aussetzer. Kann man jede andere Webradio-App, ob es TuneIn Radio, ob es der Radioplayer, egal, radio.de, puffert das, man kann es teilweise sogar einstellen, macht der unbedarfte User nicht, aber man könnte das ja von Haus aus vorsehen, dass ein bisschen zwischengepuffert wird, sodass man dann im Prinzip, auch wenn das Netz mal für eine halbe Sekunde weg ist, durchgehend hören kann. Das heißt, da könnte die ARD schon noch ein bisschen dafür tun, die DAB-Plus-Abstrahlung, den Stream mobil besser zugänglich machen, damit das Angebot Sportschau Live, was wirklich ein tolles Angebot ist, damit es auch noch ein bisschen besser an den Sportfan kommt. Ja, ein bisschen wollte man ja nochmal in die Historie auch gehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Also wir haben ja gesagt, es gab ja schon zwei Vorgänger Sportradios, wenn du so willst. Wir haben 9011 angesprochen, danach gab es dann noch Sport 1 FM. Beide gibt's nicht mehr. Beides hatte allerdings diesmal im Vergleich zu Sportradio Deutschland, die haben tatsächlich deswegen eingestellt, weil sich die Teutocast, das Mutterunternehmen, halt neu aufgestellt hat. So sagen sie es zumindest offiziell. Also sie machen jetzt mehr mit Vermarktung, weniger als Programmanbieter aktiv. Also mit einem Sender sind sie ja auch schon bundesweit rausgegangen. Mhm. Das ist Femotion Radio. Das gibt es zwar nach wie vor noch, aber halt nur noch in ausgewählten regionalen Multiplexen. DPD Drivers Radio kommt zwar aus demselben Haus, ist aber eine eigenständige Gesellschaft. Also man kann die jetzt so direkt nicht dazu zählen. Läuft wohl auch recht gut, wie ich so gehört habe. Also da droht jetzt zumindest mal erstmal nicht das gleiche Schicksal wie bei Sportradio Deutschland. Klar, Sportradio Deutschland ist natürlich auch sehr aufwendig gewesen, was die Produktion angeht. Ja, aber ich wollte auf was anderes hinaus. Wieso gab es die beiden anderen Sportradios nicht mehr? Hatten die genau dasselbe Problem? Nein, hatten sie beide nicht. Die hätten sogar beide weitergemacht, aber denen ist die DFL in den Weg gekommen. Denn diese Audiorechte werden alle, ich glaube, wie lange ist das, 5-6 Jahre, werden die dann neu... Ja, so ähnlich wie beim Fernsehen halt eben auch ist. Genau, werden dann neu vergeben und sowohl 9011... Der Vorteil von 9011, muss man sagen, der Vorteil von 9011 zum Start war ja, dass es diese Rechte noch nicht gab. Da kam dann plötzlich eine Regiocast mit ihrem 9011 um die Ecke und sagte, Tag DFL, ich habe folgende Idee, ich will Kick FM, so hieß es, glaube ich, anfangs, ja, also als Pilotprojekt damals noch, als 9011 als Marke noch nicht geboren war. Wir wollen das machen und
zu welchen Konditionen geht denn das? Ja, die DFL sich halt irgendwie was ausgedacht. Das war dann im Endeffekt ein Appel und ein Ei. 90-11 hat sich gerechnet. Als diese Rechte dann ausgeschrieben werden mussten, bei der Neuvergabe, tja, da wurden dann Preise aufgerufen. Ich will nicht sagen, wie im Fernsehbereich, aber echte Konkurrenz. Wahrscheinlich hat die ARD damals auch schon mitgeboten, aber eben auch Sport1. Und die haben damals die Rechte bekommen und Regiocast sagte, zu dem Preis, zu dem es Sport1 Sonnen gekauft hat, hätten sie 90-11 nicht mehr wirtschaftlich tragfähig betreiben können. Das war das Aus von 90-11. Und bei Sport1 FM, da war es ja so, die haben ja im ersten Jahr fast so ein Konzept geplant wie Sportradio Deutschland. Nur von der Anmutung her klang das für mich ein bisschen professioneller. Einer der Mitarbeiter sagte damals zu mir, das soll so ein bisschen wie B5 aktuell, wie es damals noch hieß, heute BR24, nur halt für Sportfans sein. Und so klang das auch, aber eben doch mit der einen oder anderen musikalischen Pause zwischendurch. Fand ich ein tolles Programm, hat sich aber wohl damals schon nicht gerechnet. Nach der ersten Saison wurde das massiv zusammengestrichen. Man hat dann außerhalb der Fußball-Live-Zeiten eigentlich nur noch Wiederholungen gesendet. Zu den Fußball-Live-Zeiten war nach wie vor volles Programm da. Dank Kooperationen, die hatten anders als 90-11 leider auch schon keinen eigenen Sendeplatz auf DAB Plus mehr, aber dank Kooperation mit Radio Energy liefen die live Übertragung dann auch noch auf DAB Plus zusätzlich zum Internet. Internet war bei Sport1 FM völlig unbrauchbar, muss man sagen, vor allem mobil, weil die hatten das, was viele Privatsender haben, nämlich Vorschaltwerbung. Ich sehe ein, damit verdienen die ihr Geld. Aber ich sehe nicht ein, dass ich, damals waren die Netze ja noch viel schlechter ausgebaut als heute, das Netz ist kurz weg und ich höre Seitenbacher oder Karl Klaas eben zum fünften oder sechsten Mal als Unterbrechung des Streams, den ich gerade höre. Das war eine Katastrophe, war im Prinzip nicht sinnvoll nutzbar. Ja, und die sind dann irgendwann von Amazon abgelöst worden. Das war ja noch nicht so, dass es dann direkt mit Sportschau Live weiterging. Amazon hatte die Rechte auch für ein paar Jahre, aber die haben dann irgendwie sich auch strategisch neu ausgerichtet. Die haben ja dann auch, man hat ja damit gerechnet, Amazon bietet auch bei der Bundesliga um Fernsehrechte mit. War dann völlig überraschend so, dass das nicht der Fall war. Bis auf das eine Champions-League-Spiel pro Dienstagsspieltag machen die eigentlich tatsächlich, zumindest in Deutschland, auf dem Sportmarkt nach wie vor nichts. Und das Engagement halt eben beim Audio-Streaming hat man auch wieder eingestellt. Das fand ich wiederum sogar ein bisschen überraschend. Aber nur als Prestigeobjekt, wo dann überhaupt nichts bei rumkommt für Amazon, muss man sagen, hat wahrscheinlich auch auf Dauer keinen Spaß gemacht. Ja, und jetzt muss man dann mal sehen, wie es weitergeht. Denn wie gesagt, bis jetzt hat sich die DFL tatsächlich schon erlaubt, das hat sie ja gerade erwähnt, 4 verschiedenen Anbietern halt diese Audiorechte für die Bundesliga zuzuteilen. Und es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass es auch beim nächsten Mal wieder die ARD wird. Wer weiß, was da kommt. Vielleicht das Zone FM oder sowas. Also denkbar ist alles, das ist richtig. Ja, genau. Also das wird in jedem Fall noch eine sehr spannende Geschichte sein. Und ich denke auch mal, auch das Thema Sportradio in Deutschland. Ich sehe es noch nicht ganz am Ende, obwohl jetzt auch schon zum dritten Mal so ein Format den Sendebetrieb eingestellt hat. Man muss mal bedenken, eigentlich sollte ja ein ganz anderer Veranstalter das machen. Absolutradio hatte das ja am Anfang geplant. Ja. Dieses Programm hätte wahrscheinlich auch ein bisschen anders ausgesehen. Das wäre wahrscheinlich kein reines Wortprogramm gewesen, sondern tatsächlich mehr ein Musikprogramm, das halt das Thema Sport dann quasi thematisch beleuchtet. Und wer weiß, was da noch alles kommt. Also wie gesagt, es dreht sich jetzt ja alles weiter und der Markt wird ja jetzt wieder neu sortiert, jetzt wo Sportradio Deutschland wieder weg ist. Und also ich sehe da noch nicht Ende Gelände, muss ich sagen. Also irgendeiner kommt vielleicht dann doch nochmal auf die Idee und macht irgendwas im Thema Sport. Denn wie gesagt, in anderen europäischen Ländern sind Sportradios der absolute Renner und die laufen seit Jahren. Und warum soll das in Deutschland nicht auch genauso sein, ne? Beispiel auch Italien, da macht die Serie A momentan oder ist dabei, ein Sportradio aufzubauen für die italienische Fußballliga, das dann auch landesweit über DAB Plus verbreitet werden soll. Ja, und es ist ja auch, wie gesagt, also man hat das ja auch gerade schon bei 90-11 gesehen. Also wenn ich so die Leute überhaupt so mal befrage, interessanterweise, Sportradio Deutschland außer vielen Freaks kannte es tatsächlich auch keiner. Man hat aber auch nirgendwo mal das wirklich kannten selbst Freaks nicht. Wenn ich sehe, wie wenige Follower diese Station auf Facebook oder auf Instagram, war es ein bisschen mehr, aber
dafür, dass das ein bundesweites Sportradio war, war das wirklich eine Lachnummer. Das Programm kannte niemand. Irgendwie hat es da offenbar auch an der Eigenwerbung gefehlt. Das ist ganz merkwürdig. Ja, und wenn ich dann noch an 90-11-Zeiten denke, 90-11 kannte jeder. Ja, kannte jeder. Die haben aber auch sehr geschickte Cross-Promotion gemacht im Fernsehen, in den eigenen Radiosendern der Regiocast. Da hat man immer mal wieder Spots zu 90-11 gehört. Und so haben die natürlich auch eine wirklich sehr treue Fangruppe aufgebaut. Und ich sage jetzt nach wie vor, ich bedauere das nach wie vor, es war bis jetzt in meinen Augen das emotionalste dieser Programme, das auch wirklich, wo auch wirklich fast jeder gesagt hat, das war super gemacht. Also das hätten wir am liebsten auch gerne wieder und wer weiß, was da nochmal kommt. Schön über bei 90-11 war ja auch, dass die Regiocast im Endeffekt es ermöglicht hat, durch verändertes Bandbreitenmanagement, wenn Fußball live auf mehreren Kanälen lief, konnte man eben sogar über DAB Plus die einzelnen Einzelspiele abbilden, nicht nur die Konferenz. Das gab es nur bei 90-11, das kam nie wieder, auch nicht bei Sportradio, auch nicht bei Sport 1 FM. Also das war natürlich wirklich perfekt. Ob das jemals wieder so kommt, warten wir es ab. Jetzt haben wir 90-11 nicht mehr, dafür ein anderes 90, nämlich 90s. Ja, genau. Es ist ja, gab ja tatsächlich für viele dann doch überraschend einen direkten Nachfolger. Also viele hatten ja, damit gerechnet, dass wenn Sportradio Deutschland geht, dieser eine Sendeplatz dort im zweiten nationalen DAB Plus Multiplex erstmal vielleicht auf Wochen, Monate leer steht. Aber tatsächlich, das muss wirklich sehr, sehr schnell gegangen sein. Es ist auch jetzt erstmal nur relativ provisorisch, kann man sagen. Da ist also noch nicht das richtige bundesweite Programm aufgeschaltet, sondern erstmal nur provisorisch ein Webstream. 90s Hits heißt der. Und ja, 90s ist, sage ich jetzt mal so, eigentlich die konsequente Weiterentwicklung von 80s, also beide gibt es ja auch schon relativ lange, nur 90s hat bis jetzt lokal nur in Sachsen, beziehungsweise erstmal sogar nur in Leipzig gesendet. Sie sollten dann über DAB Plus in ganz Sachsen kommen. Ob das jetzt natürlich nochmal kommt, wo sie jetzt bundesweit aufgeschaltet haben, wage ich wahrscheinlich dann doch zu bezweifeln. Aber wie gesagt, es ist wirklich das Programm, was viele gefordert hatten. Es gibt ja viele Fans der 90er Jahre, nur Radioberater haben immer gesagt, Hände weg von den 90s, die 90er, die polarisieren zu stark. Man hat da halt wirklich ganz unterschiedliche, wirklich auch teilweise sehr extreme Strömungen gehabt. Man hat Techno, man hat dann Rave, man hat, sag ich jetzt mal, diesen Britpop, man hat teilweise Hip-Hop, man hat dann die Boygroups und so weiter und so fort. Und ich sag jetzt mal, einer, der Oasis hört, hört natürlich nicht die Kelly Family und so weiter. Aber ich habe jetzt mal in dieses Programm reingehört und klar, man macht da schon Kompromisse, also in die ganz starken Extreme wie Scooter und so weiter geht man dann doch nicht rein. Aber ich finde, wäre ja denkbar, künftig, wenn sie vielleicht über 80s jetzt schon, wenn das reguläre Programm im Laufe des Frühjahr startet, dass sie dann vielleicht auch abends ab 20 Uhr Specials bringen, da wäre das ja dann schon denkbar. Ja, oder in einer Partysendung oder was auch immer so dann geplant ist. Also ich lasse mich da in jedem Fall überraschen. Es ist tatsächlich musikalisch eine wirklich sinnvolle Ergänzung, wo man jetzt 80s schon hat für die 80er Jahre, dass man dann jetzt auch 90s hat. Ob es natürlich dann auch irgendwann nochmal Nauties gibt für die Nuller, das muss man mal schauen. 0000. Ja, das ist wirklich kein Witz. Absolute Radio aus UK, die machen das mittlerweile sogar schon. Da gibt's sogar schon Absolute Teens, Absolute Twenties. Also die sind jetzt mittlerweile da sogar schon weitergegangen. Ein Jahrzehnt immer die Musik in einem eigenen DAB-Channel. Wie gesagt, jetzt haben wir aber erstmal in Deutschland 80s und 90s. Und ich finde, wie gesagt, das ist eine super Ergänzung. Es gibt in Dubai einen Webradio-Anbieter. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Der hat praktisch für über 100 Jahre solche Streams. Das fängt in den 1920ern an und geht bis in die 2020er. Jede Dekade ein Stream. Tolle Geschichte, muss ich sagen. Und wie du schon sagst, Absolute Radio in UK, das geht auch bei den 50s, glaube ich, los. Oder ich glaube sogar 40s mittlerweile. Und geht eben bis in die Neuzeit. Für jede Dekade eine Station. Ist eine lustige Idee. Ja, finde ich auch. Und wie gesagt, man kann das ja dann alles auch webbasiert dann machen. Teilweise, man muss ja da nicht gleich, denn so viele nationale DAB-Sendeplätze gibt's ja dafür gar nicht. Also in UK ist es halt so gelöst, dass dann Absolute
60s oder auch die neueren Kanäle, Absolute Teens, Absolute Twenties, die werden teilweise dann nur im Großraum London über DAB ausgestrahlt, ansonsten halt über die App und übers Internet. Aber wie gesagt, finde ich eine ganz witzige Geschichte, so ein Jahrzehnt dann in einem jeweils eigenen Sender. Und ja, 90s, wie gesagt, Nachfolger von Sportradio Deutschland, kann man ab sofort dort, wo man den zweiten bundesweiten Multiplex empfangen kann, kann man das dann auch hören. Ja, wir werden es auf jeden Fall weiterhin beobachten und natürlich auch darüber berichten, wenn das reguläre Programm startet. Regelkast hat angekündigt, im Laufe des ersten Quartals soll das losgehen, also irgendwann spätestens Ende März. Und dann gibt's auch Moderation, dann gibt's auch Nachrichten und so weiter. In Sachsen gibt's übrigens in dem lokalen DAB Plus Programm für Leipzig schon Nachrichten, die kann man aber schlecht bundesweit ausstrahlen, weil da auch Sachsen regional kommt, so wie das früher bei 80s in Hamburg auch der Fall war. Aber wie du schon sagst, ich könnte mir vorstellen, sobald das reguläre bundesweite Programm startet, wird man vielleicht das lokale Programm für Sachsen dann beerdigen, ähnlich wie es bei 80s in Hamburg schon war. Spannend ist natürlich auch dann bei 90s jetzt, wie man das dann refinanzieren will. Bei 80s hat man es ja so gemacht, dass man einen bisher regionalen Sender, der Regiocast, umformatiert hat. 80s gibt es in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich landesweit auf UKW. Das war vorher die Antenne Mecklenburg-Vorpommern. Und jetzt laufen halt auch schon Spekulationen, welcher der vielen Sender aus dem Regiocast-Portfolio wird diesmal umformatiert und wird zu 90s, damit man dann quasi mit den UKW-Einnahmen auch wieder die bundesweite Verbreitung dann finanzieren kann. Ob es dazu kommt, also ich sag jetzt mal, in den Foren habe ich schon die wildesten Spekulationen dazu gelesen. Landeswelle Thüringen, 94.3 RS2, Delta Radio im Norden. Also es gibt da einige Kandidaten. Ob sie das tatsächlich machen, muss man dann abwarten. Wenn es Delta Radio wäre, dann gäbe es ja so Leute so im Raum Lübeck oder so. Die könnten dann beides terrestrisch auf UKW hören. Ja, genau. Da ist ja dann auch schon 80s dann auch schon auf der Antenne. Ja, also wir werden sie in jedem Fall dann beobachten und dann auch, wenn es was Neues zu berichten gibt, auch darüber berichten. So sieht's aus. Michael, Dankeschön und bis demnächst. Bis demnächst und tschüss. Tschüss. Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.